Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Autofreunde der gepflegten Tunerei. Heute habe ich etwas richtig Schönes für euch, ein Trabant 601. Aber nicht irgendein, sondern Rennsemmel ist hier Programm. Aber nicht das schöne Schmuckstück, sondern das, was wir jetzt gleich sehen, steht hier hinter diesem Türchen. Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig. Schnell. So, jetzt haben wir das schöne Schmuckstück hier draußen im hellen Licht. Dann können wir uns das mal komplett anschauen. Und zwar, der Hennes und der Andreas sind der Besitzer von diesem schönen, umgebauten Trabant. Und der Andreas kann uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Was ist noch alles original an dem Auto und was ist nicht mehr original? Fangen wir am besten mal von vorne an. Motorbereich, Optik, was ist noch original, was ist umgebaut? Ja, hallo. Freue mich natürlich, dass wir das heute machen können. Es ist noch relativ viel original an dem Auto, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht meint. Wir haben das Auto aufgebaut für ein 12-Stunden-Rennen, was relativ seriennah gehalten ist. Das heißt, das Auto an sich, die Karosse, ist erstmal komplett Serie, abgesehen davon, dass wir die Stoßstangen entfernt haben, vorne und hinten. Und vorne haben wir einen Retro-Spoiler angeschraubt, der so ein bisschen angelehnt ist an das Design von 1990 oder vor 1990, wo mit den Trabis noch Cup-Rennen gefahren wird. Das heißt, Beleuchtung ist original, Karosse ist original. Elektrik, das ist soweit alles original. Der Rahmen ist nicht verstärkt, wie es teilweise üblich ist bei Cup-Autos oder bei Tourenwagen-Autos. Hier sind wir sehr seriennah. So, was haben wir denn geändert vom Fahrwerk her? Ja, was man auf den ersten Blick gleich sehen kann, ist, er ist also deutlich tiefer wie Serie. Wir haben hier ein Fahrwerk verbaut, was extra für die Rennstrecke geschmiedet wurde. Es ist also auch kein Standard-Tieferlegungsfahrwerk, sondern wirklich speziell geschmiedet. Das sehen wir vielleicht nachher innen noch mal ein bisschen besser. 120 mm tiefer. Wir fahren hier Wartburg-Felgen, kleine Trabant-Felgen. Einfach aufgrund dessen, dass die deutlich stabiler sind, weil es bei den letzten Veranstaltungen immer mal wieder Felgenbrüche gab. Deswegen fahren wir hier eine Wartburg-Felge, die für deutlich mehr Gewicht ausgelegt ist. Die Felgen haben wir 1 Zoll weiter aufschweißen lassen. Wir fahren also nicht die 4,5 Zoll Serie, sondern wir fahren 5,5 Zoll. Und da die Wartburg-Felge eine etwas andere Einpresstiefe hat, fahren wir hier noch extrem erleichterte 20 mm Alu-Distanzscheiben. So, um die maximale Spur halt zu generieren, die zulässig ist. Verbreitert werden darf das Auto nicht, das ist also auch die Serienbreite. Wir dürfen aber den kompletten Platz im Rathaus ausnutzen. Und das haben wir hier, ja, denke ich, ganz gut hinbekommen. So, wir haben hier beim Trabant nicht ein normales Fahrwerk im herkömmlichen Sinne, sondern wir haben hier Blattfedern. Was kannst du uns denn über diese Variante hier, die ja wahrscheinlich nicht mehr ganz original ist, erzählen? Genau, also das ist eine Blattfeder, die ist speziell für uns und für die Rennstrecke geschmiedet worden. Die Blattfeder, die man hier sieht, hat also deutlich weniger Lagen wie die ursprüngliche Blattfeder. Dafür wurde die Lagenstärke deutlich erhöht. Also gerade hier die dritte Lage von oben sieht man sehr gut, ist deutlich dicker wie das, was man in einem Serientrabant wiederfindet. Das gibt uns deutlich mehr Steifigkeit, deutlich mehr Kurvenstabilität. Wie bereits erwähnt, zusätzlich halt so umgeschmiedet, dass wir auf 120 mm Tiefe kommen im Vergleich zu dem Serienfahrwerk. So, jetzt haben wir hier den Motorraum. Das sieht natürlich ein bisschen anders da aus wie bei normalen Autos, aber der Andreas kann uns da mit Sicherheit sehr viel drüber erzählen. Ja, auch hier relativ seriennah. Das Reglement schreibt entsprechend eine seriennahe Technik vor. Ja, wir haben natürlich ein bisschen anders als die meisten Fahrzeuge den Tank hier vorne drin. Das ist einfach kostengünstig damals so gelöst worden. Wir haben keine Benzinpumpe, wir brauchen sonst keine technischen Spielereien. Der Sprit läuft direkt von oben per Schwerkraft in den Vergaser unten rein. Das ist alles Standard-Trabi-Technik. Der Motor ist auch sehr seriennah. Das Einzige, was gemacht wurde, wurde halt auf Standfestigkeit getrimmt, damit man damit wirklich ein 12-Stunden-Rennen auch fahren kann. Das heißt, da ist eine deutlich verstärkte Kurbelwelle drin, da sind Sportkolben drin mit nur 2 Kolbenringen statt 3 Kolbenringen, ja, um einfach das Deployen ein bisschen zu erleichtern, um ein bisschen mehr Drehzahl rauszuholen. Wir haben dem Reglement entsprechend die maximale Bohrung gewählt, die zulässig ist. Es sind also keine 600 Kubik mehr, sondern wir bewegen uns hier etwa um die 650 Kubik.
und holen damit halt ja, etwas mehr Drehmoment raus, um hoffentlich ein bisschen besser aus den Kurven rauszukommen damit. Man merkt schon einen deutlichen Unterschied im Vergleich zu einem Serienmotor, trotz dass er nicht mehr PS hat. Ansaugtrakt, Abgasanlage ist komplett Serie, ist entsprechend so vorgeschrieben laut Reglement. Was sieht man noch? Man sieht eine sehr kleine Batterie, die 12 Kilo weniger wiegt wie die leichteste Batterie, die man so im Laden günstig kaufen kann. Bringt uns also auch nochmal einen Gewichtsvorteil. Ansonsten haben wir hier Heizung und so weiter alles rausgebaut. Ja, hier kommt noch ein Heizungsschlauch dran von der Kummerheizung, aber viel mehr gönnen wir uns hier nicht. Der soll ja nicht durch den Winter fahren, der soll auf der Rennstrecke performen und da geht Gewicht über Komfort. Deswegen finden wir auch keine Klimaanlage hier drin. Gut, Getriebe muss seriennah sein, haben wir so gemacht. Haben wir nichts weiter daran verändert, haben das Auto, was ursprünglich Baujahr 82 ist, nur auf die letzte Getriebeversion umgeändert mit einer Tribode-Achswelle, weil das einfach deutlich robuster ist wie die alten Gleitsteine. Ansonsten minimalistisch, wie wir schon gesagt haben, alles was Gewicht ist und nicht gebraucht wird, haben wir raus. Also die Dämmmatten raus, die Dämmmatte um den Motor raus und sonst alles, was entsprechend ja, nicht gebraucht wird. So, jetzt kommt natürlich was Schönes. Wir gehen jetzt in den Innenraum. Wir haben natürlich hier einen Käfig und Vollschalensitze. Bin mal gespannt, wie ich mich da reinquäle und vor allem, wie ich wieder rauskomme. Und wie man jetzt sieht, ist mein Bein auch draußen und das kriege ich auch nicht mehr rein. Jetzt haben wir hier den schönen Innenraum, der ist natürlich auch komplett gewichtsoptimiert. Das heißt, es ist nichts drin, keine Dämmung, kein gar nichts. Was kannst du uns denn so allgemein überhaupt so erzählen? Was haben wir denn? Ich sehe natürlich den Startknopf. Ist nicht original, ansonsten, da haben wir den Joke, die Benzinpumpe, also Benzinhahn, hier gibt es noch Benzinhahn. Ja, was magst du mir erzählen? Gut, also eins hast du schon erwähnt, er ist komplett ausgeräumt. Also alles, was wir nicht brauchen, ist ausgebaut worden. Ja, es hat keine Teppiche, er hat keine Innenverkleidungen, außer das, was laut Reglement vorgeschrieben ist. Er hat dafür einen kompletten Käfig bekommen von der Firma Wichers. Haben wir uns anfertigen lassen über Einzelanfertigung, ist alles drin, was man braucht. Ist also an der B-Säule ein kompletter Bügel mit dem Kreuz hinten drin. Wir haben uns zusätzlich noch Gurtstreben reinmachen lassen, damit wir die 6-Punkt-Gurte direkt am Käfig befestigen können. Und haben natürlich dann die Verstrebung nach vorne und haben noch einen kompletten Bügel über die A-Säule. Zusätzlich haben wir die Türkreuze drin mit den entsprechenden Knotenblechen. Auch das ist alles mittlerweile im Motorsport vorgeschrieben. So, was haben wir sonst? Ja, ansonsten minimalistisch ausgestattet. Wir haben vernünftige Pedale reingemacht von OMP, damit man nicht rutscht. Zum einen, ja, damit man auch nicht unter die Pedale rutscht, hat er entsprechende Erhöhungen drin. Wir haben ein Sportlenkrad reingemacht mit 32 mm. Das ist ja, deutlich handlicher wie die große Version. Ist entsprechend dicker, lässt sich vernünftig fahren. Wir haben an Zusatzinstrumenten noch einen Voltmeter eingebaut und ein Drehzahlenmesser. Und das wichtigste Zusatzinstrument überhaupt ist unser roter Luftballon hier vorne in der Mitte. Was könnte der rote Luftballon machen? Ja. Ja, also ganz einfach. Läuft der Lüfter, bläst sich der Luftballon auf. Wann läuft der Lüfter nicht mehr? Ganz einfach, wenn der Keilriemen reißt. Da wir theoretisch auch in anderen Klassen ohne Lichtmaschine fahren können, haben wir keine elektronische Überwachung mehr, ob der Keilriemen läuft. Deswegen haben wir diese mechanische Hilfe hier eingebaut, um zu sehen, dass der Keilriemen entsprechend noch drauf ist. Weil wir haben einen luftgekühlten Motor, das heißt, ein Keilriemenriss würde in kürzester Zeit den Motortod bedeuten. Und damit man das von hier innen sieht, man würde es sonst nicht mitkriegen, haben wir entsprechende Luftballon hier in der Mitte. Ja, Startknopf ist das eine, das ist ein bisschen schick. Wichtiger ist tatsächlich hier der Notausschalter, den wir mit einbauen mussten. Ja, das heißt, man hat hier in Griffweite direkt die Möglichkeit, den Motor auszuschalten, wenn man einen Crash hatte oder sich gar aufs Dach dreht, um halt sicher zu gehen, dass es kein Zündfunke mehr gibt, wenn Benzin ausläuft. Das ist hier zusätzlich mit eingebaut worden zu der normalen Zündung. Ja, Sitze, haben wir Sportsitze drin natürlich, Vollschalensitze, sind auch nicht weiter einstellbar. Und haben uns 6-Punkt-Gurte eingebaut, auch alles mit FIA-Zulassung. Also die Sitze haben FIA-Crashtest bestanden, die dürften theoretisch Formel 1 fahren. Und auch die Gurte haben FIA-Freigabe für Motorsport, das heißt, sie dürfen auch in jeder Klasse gefahren werden.
Wir werden heute nicht über Geld sprechen, aber ich sag's mal so, bei Sicherheit haben wir uns wirklich schon die Sachen gegönnt, wo wir davon überzeugt sind, dass wir im dümmsten aller Fälle auch mit der Gesundheit aus dem Auto rauskommen. Gut, Stromabschaltung hatten wir gerade im Innenraum gehabt. Das gleiche haben wir auch nochmal hier außen. Ja. Zum einen gekennzeichnet mit dem Aufkleber hier an der Seite und zum anderen hier ein einfacher Ausschalter, um entsprechend das komplette Auto vom Strom zu trennen. Dann ist auch überhaupt nichts mehr an Strom auf dem Auto drauf. Ist auch im Falle eines Unfalls, dass du einfach die Hilfskräfte, die an das Fahrzeug kommen, die machen als erstes das Fahrzeug stromlos und dann kann nichts mehr passieren und dann kann man den Fahrer entsprechend aus dem Auto rausholen, ohne dass irgendeine Gefahr von außen noch besteht. Gut, jetzt sind wir fast einmal drumherum. Jetzt haben wir noch die Heckseite. Wahnsinnig viel ist nicht mehr dran. Was jetzt noch wichtig ist, auch für das Reglement wieder, für das 10-Stunden-Rennen, ist, dass die Heckklappe nicht aufspringen kann, für den Fall, dass einem doch mal einer hinten drauf fährt. Ja, das ist ja Blech, das Heck hinten, und würde sich relativ leicht, sagen wir mal, verformen lassen. Und dafür sind eben die zusätzlichen Halter jetzt noch dran, rechts und links, damit eben im Falle eines Krechs der Kofferraumdeckel zu bleibt. Ja, zusätzlich haben wir noch vorgeschrieben die Abschleppöse, ja, hier unten rechts, die auch kenntlich gemacht werden muss mit dem entsprechenden roten Pfeil, um ja, im schlimmsten Falle aus dem Kiesbett wieder rausgezogen werden zu können. Was wir noch haben, einmal Reglement und natürlich auch Thema Gewicht. Wir haben die ganzen Scheiben rundherum, also alle 5 Scheiben, auf Makaronscheiben umgerüstet. Ja. Was man hier sehen kann, ist es wirklich einfach nur dünnes Plastik, ja, aber mit Straßenzulassung. Ja, auch hier extra gehärtet und erfüllt entsprechend die Bruchtests, ja, was Autoscheiben aushalten müssen an der Stelle. Gleiche Thema wie auf der Rückseite mit dem Kofferraumdeckel haben wir auch für die Haube. Auch die ist nochmal extra gesichert, rechts und links, ja, für den Fall, dass man ja, die originale Verriegelung durch einen Aufprall beschädigen würde, damit die Haube nicht gleich aufspringt, ist sie einfach nochmal an 2 Seiten verschraubt. Zusätzlich, was man hier sieht, haben wir auch noch die Möglichkeit, die Haube zusätzlich von außen zu öffnen. Ja, im Falle von einem Feuer im Motorraum und so weiter, um den Fahrer entsprechend zu schützen, ja, damit ja, Hilfe von außen kommen kann. So, jetzt sind wir mit den ganzen schönen Sachen durch. Was natürlich jetzt interessant ist, wir haben ja sehr viel Gewichtsersparnis an dem Trabant. Originalgewicht haben wir 620 Kilo. Wo liegen wir jetzt ungefähr bei diesem? Ja, die Herausforderung ist ja schon mal, den relativ schweren Käfig, der einfach zur Sicherheitsausrüstung gehört, wieder auszugleichen. Der Käfig wiegt 42 Kilo. Ja, wenn wir den auf die 620 Kilo jetzt draufpacken, wären wir bei 660. Wir haben es jetzt geschafft, knapp unter 600 Kilo zu kommen. Ja, mit vollgetanktem Fahrzeug in Rennabstimmung, mehr oder minder so, wie er hier steht. So, wir fahren jetzt eine Runde, falls man mich noch hören kann. Das ist Andreas. Geht laut. Die Fahrfilms ist auch noch da. Irgendwo.